That's right. Don't fuck me. No, 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 no! Well, shit. Hey. Ladevorgang. Yeah, Charaktereinstellung, Anpassung, ihr wisst, was ich meine. Was haben wir denn hier? Wir nehmen das erste Modell, weil das schon ziemlich nah an dem ist, was ich mir vorstelle. So, Geschlecht bleibt so. Hautfarbe, was haben wir denn da? Ih, das ist ja käsig. Braun gebrannter. Ich glaube, wir nehmen die Standard. Körperbau. Man kann ruhig ein bisschen durchtrainieren. So ein richtiger Muschelprotz. Ein bisschen was drauf haben kann auch. Machen wir das. So. So. Körpermaße. Ach, Maske. Bauarbeiterbräune. Was versteht man unter Bauarbeiterbräune? Nicht wirklich viel. Keine. Wir nehmen wieder den die. Alter. Überleg mal, ich bin jetzt 23, dann würde ich im Gesicht ungefähr so aussehen. Tue ich aber nicht. Ich sehe eher so aus. Dann nehmen wir das. Gesicht. Ich möchte erstmal bei den Haaren gucken und ihm vielleicht mal eine Glatze geben, weil so kann ich dann besser gucken, wie die eigenen wieder hier gleich verändert aussieht. Merkmale. Natürlich große Narbe. Ich würde gerne eine Narbe im Gesicht verpassen. Entweder die. Nein. Aber dreh doch deinen Kopf nicht immer weg, du Penner. Ist die Frage, wie nennen wir ihn denn? Wie sieht eine Warze? Können wir Peter Maffay hier machen? Hallo? Mach die Warze weg. Tiefe Pock. Ja, yeah. So könnte er glatt bei Outlast mitspielen. Grübchen? Ja, ein Grübchen kriegt er. Und dann kriegt er hier die erste große Narbe. Weil ich finde, ein Gangsterboss muss eine Narbe haben. Und es wirkt ja so unantastbar, dass es. Das ist ja. Kopfdecken bereitet. Mal so. Das sieht aus, als wenn so ein Stück vom Kopf fehlen würde, ne? Das lassen wir bei 50. Hinterkopf sehen wir hier nicht, aber da. Ich werde versuchen, mir ein bisschen für ihn Zeit zu nehmen. Ah, so. Er soll halt so richtig männlich aussehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, lang und breit. Er kann auch gerne einen breiten Nacken kriegen. Wir wollen hier einen Mann haben. Das übernehmen wir. Dann.
Du kannst hier so viel einstellen, das ist echt nicht mehr normal. Dagegen, da kann sich selbst Sims noch was abschneiden. Stirn, er kann einen ruhig eine hohe Stirn haben. Stirnbreite, machen wir so. So. Übernehmen. Augenbrauen. So, der kann ein bisschen böse gerne gucken. So. Augenbrauenbreite. So. Ich möchte ihn umarmen. So. Augen. Augapfelabstand. Das sieht gruselig aus. Das auch. Machen wir mal so, ne? Augapfeltiefe. Also Glubschaugen soll er jetzt nicht haben. Aber ich denke, so ist das okay. Die Nase finde ich eigentlich schon so super, wie sie ist. Da möchte ich eigentlich ungern noch was dran ändern. So. Machen wir so. 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 Ach du hey. So. Machen wir so. Übernehmen. Augenfarbe. Hallo? Ja, das sieht schön gruselig aus. Nein. Ich finde die hier eigentlich ziemlich cool. Aber ich nehme dunkelblau. Ohren. Ja, Ohren lassen wir mal so. Wie guckt er denn bitte? Moment. Irgendwie guckt er ganz schön gruselig. Augengröße. Vielleicht sollten wir sie ein bisschen kleiner machen. So, oberes Augenlid. So, dann sieht er ein bisschen gekifft aus, deshalb ist aber nicht so schlimm. Wangenknochen. Und so würde ich das eigentlich gerne, schon dass er sichtbare Schläfen hat. Schläfentiefe. Dann würde ich so hingehen. Schläfenhöhe. So. Das ist eigentlich mein Hund, der schläft da hinten. So. So. Gerne ein bisschen höher. Ja. Nee. Machen wir mal so. Wangenabstand. So. Wangenhöhe. Würde ich so setzen. Er soll schon ein markantes Gesicht haben. Halt. So. Würde ich bei 49. Kieferhöhe. So, können wir es so lassen? Ja, ne? Übernehmen. Die Nase möchte ich eigentlich schon fast so lassen.
minimal verändern werden wir sie. Oder auch nicht. Nasenrückenbreite. So, Nasentiefe. Kann gerne ein bisschen hervorstechen. Nasenspitzentiefe. So. Nasenspitzenhöhe. So. Nasenspitzenbreite. Kann so. Nasenspitzenform. Würde ich glatt so machen. Nasenlochabstand. Ja. Das ist ein Schwein. Mal so. Nasenloch. Tiefe. So. 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 Nasenscheidewandhöhle. Ach, das ist das. Das setzen wir einfach mal so. Nee, sieht aus wie so ein hätte in der Bärennase. Machen wir so. Nasenscheidewandbreite. Kann so. Nasenstil. Ja, das sieht aus wie ein Dorfbewohner von Minecraft. Und sonst auch hier. Ah. Hier. So. Ja, ich glaube, das nehmen wir. Dann wird das übernommen. Der Mund. Alter, das ist echt nicht mehr normal. So. Na mal so. Guck, das ist grimmig. Machen wir so. Ich würde ihm eigentlich gerne einen Kussmund verpassen. Also ein Gangsterboss hat doch auch irgendwie was Romantisches, wenn man das jetzt als Frau betrachtet. Man sagt ja immer, Frauen stehen so auf dem Badass. Das war das nicht. Hier so. Mundseitenhöhe. Ja, lächelt er ja. Kann gerne ein bisschen arschig gucken. Biss. Nein, das machen wir schon hier so ausgeglichen. Ich glaube, so ist das in Ordnung. Mundstil. So. Übernehmen. Kinn. Oh, wir sind fast durch. Das war mein Schreibtisch. Doppelkinn, Doppelkinnhöhe. Nee, Kinn soll, Doppelkinn soll er gar nicht haben. So. 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 Das übernehmen wir. Gebiss. Machen wir so.
Übernehmen. Oh, sieht doch ganz schnieke aus hier. Ohren. Was wird haben wir? Er sieht noch genauso aus, ne? Ja, gut. Dann gehen wir jetzt bei Harre.